Ja, hallo, da bin ich mal wieder mit Bärbels Wohn- und Deko-Ideen. Guckt mal, heute habe ich meinen alten Kranz, den Osterkranz. Der hat noch schön Moos und den wollte ich mir jetzt mit ein paar Sukkulenten machen. Und Sukkulenten deshalb, weil wir gehen auch noch ein paar Tage mal in Urlaub und wenn es jetzt warm wird, ja, dann bin ich mit den Sukkulenten auf dem Tisch ganz gut bedient. So. Ich habe diese kleinen Sukkulenten, da mache ich unten einen Draht rein und pieke die einfach drauf. Die verteile ich mir jetzt alle mal ganz schön. Ich finde ja immer so, mit meiner überdachten Terrasse ist das alles ganz schön, aber es entsteht auch ganz schön Hitze. Und wenn man das nicht mal ein bisschen besprühen kann oder ein bisschen gießen kann, ist das immer schnell alles hinüber. Und deshalb sind so Sukkulenten eigentlich so unterm Dach immer ganz schön. Obwohl ich nicht finde, dass das eine Frühlingsgeschichte ist, aber nun mache ich das einfach mal. Später im Sommer kann man das ja noch mal ein bisschen aufrüsten, da kommen dann noch ein paar Muscheln drauf und somit ist das ein Kranz fürs ganze Jahr immer wieder verwendbar. Das ist doch genau richtig, wir sollen doch nachhaltig sein, oder? So, guck mal. Wir haben jetzt erst den zweiten Tag, wo man mal ein bisschen raus kann. War das bei euch auch so? Es hat hier oben im Norden immer nur geregnet, nur geregnet. Ich habe das Gefühl, wir hatten noch gar kein schönes Wetter, obwohl das ja dann auch nicht so stimmt. Aber die letzten Wochen war das wirklich schon heftig. Nur Grau und Regen. Ich neige sowieso zur Depression und das war schon ganz schön. Blöd, wenn man so rausgeguckt hat und immer alles so dunkel und ja, fand ich nicht so gut. Umso schöner ist es natürlich jetzt, wenn die Sonne scheint. Gestern so ein toller Tag, habe den ganzen Tag im Garten gewerkelt. So, die habe ich mal alle fest. Und damit das so ein bisschen nach Frühling aussieht, so ein bisschen bunt. Na, hier habe ich erstmal noch mal ein paar Holzstücke, die ich da unterdrücke. Habe ich noch ein bisschen was von den Büschen abgeschnitten, die jetzt so blühen, damit so ein bisschen Farbe reinkommt. So ganz viel habe ich nicht abzuschneiden in meinem kleinen Garten. Aber für so einen Kranz reicht es dann noch. So.
Wenn man mal so ein bisschen gucken, wie das so fließt, würde ich sagen. Nein, wie gebogen das Stück ist, was man abgeschnitten hat. Ein bisschen anpassen an den Kranz. Ich finde, der wird schon ein bisschen bunter. Hat ein bisschen was vom Herbstkranz, aber die Frühlingsblüher kann ich ja nicht da reinhängen. Wenn ich die da reinmache, die sind ja morgen verblüht. Wenn ich da Stiefmütterchenblüten oder sowas oder eine Tulpenblüte reinmache oder eine Narzisse, das finde ich jetzt immer nicht so gut. Also muss da was rein, was da auch ein bisschen bleiben kann und eintrocknen kann. Bis dann der Sommer wirklich da ist. Und wenn es dann richtig blüht im Garten, dann kann man schöne bunte Kränze machen. Ich freue mich auch schon auf die Hortensienkränze, aber nicht auf den Herbst. Also den Herbst finde ich natürlich auch toll, aber erstmal soll ja schön Sommer sein. Aber ich habe jetzt im Moment auch gar keine Deko. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber bei mir war das so, ich habe ja relativ früh angefangen mit der Osterdeko. Und am ersten also am zweiten Ostertag war der Besuch durch, der war am ersten da. Und dann hatte ich auch gar keine Lust mehr auf diese ganze Osterkram. Und habe dann, weil ich auch Langeweile hatte, habe den ganzen Kram dann, der im Haus war, schon mal abgerüstet. Also wenn einer zweiten Ostertag gekommen wäre, nachmittags, der hätte gesagt, du hast ja gar keine Deko. Naja, aber nun muss das auch mal wieder ein bisschen wohnlicher werden. Ich möchte immer so ganz klare Linie haben, aber fall doch immer wieder so zurück in dieses Verspielte. Das fehlt mir dann immer wieder. Ich habe ja immer diese Krampen, habe ich euch, glaube ich, eben schon mal gezeigt. Mit denen kann man ja nun alles feststecken, weil ich wollte jetzt nicht kleben. Der Kranz war noch ein bisschen mit Draht gebunden und dann kann man da auch vieles einfach nur unterschieben. So, ein ganz bisschen aufräumen. Natürlich bröselt der Kranz schon so ein bisschen unten, aber das tut dem Ganzen keinen Abbruch, finde ich. So, jetzt noch eine Sukkulente oben rein. Nachher werde ich mir noch mal ein paar Kerzenleuchter da drauf stellen oder Kerzen. Aber ich will morgen oder übermorgen auch mein Gestänge da neu dekorieren. Und ich glaube, ich möchte da ein paar Laternen dranhängen. Dann brauche ich unten auch nicht auch noch Kerzen hinstellen. So, das dekoriere ich euch jetzt nur mal, um das Ganze mal so zu zeigen.
So, dann sage ich Tschüss, bis zum nächsten Mal.